Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars The Old Republic. Die gehören jetzt erstmal alle mir. Kommt mal alle schön mit. Und du bleibst schön bei Papa. So sieht das doch gleich schon viel besser aus hier. Nee, du bleibst bei mir. So, der zickt hier noch ein paar Runden rum. Komm, hau ruhig drauf. Das Vieh nämlich jetzt einmal in den Griff. Heute darf man Vito Set Juggernaut schon, wie man sieht. Oi. Lass den Arm hier in Ruhe. Einen kriegst du noch. Stimmt, der ist ja jetzt halt auch gegen Schaden immun. Ein paar habe ich ja noch. Ein paar Mittelchen. Ja, es geht, wie gesagt, Nathema, kennen die meisten, sollten auch einen, die meisten im Prinzip schon geschafft haben. Das ist ja immer so eine Sache. Schafft man es oder schafft man es nicht? Wir machen das heute mal ein bisschen unkonventionell. Wir machen heute mal nur die Bosse, weil wir haben zwei freiwillige Schleicher, die sehr fleißig sind. Wir hätten vielleicht oben bleiben sollen. Das wird mit dem Springen gleich leichter. Sonst gebe ich hier schon mal dem Druiden das Zeug, was ich nicht brauche. Da fällt dieser Bonusboss raus. Na egal, können wir eh verzichten. Der droppt jetzt nichts so Bedeutendes. Wenn er jetzt irgendwas richtig Geiles droppen würde, dann würde ich sagen, nehmen wir noch mit, aber... Also nichts, das mir jetzt einfällt. So, wie weit sind die beiden? Das sind die untere Etage, da müssen die... Ja, knapp 200 Meter noch. Müsste eigentlich so. Jetzt nehmen wir einfach mal die große Karte. Ich meine, die müssen hier irgendwo.
Okay, das war der As, der Hexer. Ah, ich kann schon runter. Spring ich einfach mal hinterher. So, die Nummer mit dem komplett Schleichen nie gemacht. Patrouille ist weg. Dachte ich. Das ist mal schön nach hinten losgegangen. Ein paar Mobs auch mal zu machen, werden uns nicht umbringen. Warte mal, da habe ich doch... Frage, machen wir die beiden Bonustypen doch mit? Ich würde sagen. Kommt, lasst sie uns schnell grillen. Geht er schnell? Die tun ja nichts. Genau im richtigen Moment den Reflekt noch gezündet. Du kriegst die Rückhand. Das war der erste. Schade, dass ich den mit dem Machtwürfel nicht hochnehmen kann, aber das ist der Nachteil dieser Boss-Immunität. Alles zurück. Die Statue ist tatsächlich ganz schick. Und die Fackeln, die können immer helfen. So, jetzt ist die Preisfrage, wo ist die Patrouille? Scheinbar nicht hier. Gut. Das vereinfacht die Sache. Das vereinfacht die Sache. So, jetzt kommt die mechanische Gatze. Sollen den Boss hauen.
glaube, beim Endboss oder auf dem Weg dahin kann man nicht viel durchschleichen. Perfekt da reingeworfen, um den Heal zu retten. So muss es aussehen. Deswegen werfe ich die Jägersonden. Das kann ich auch jedem empfehlen. Als Taktik, wenn das jetzt mal aufhört mit dem Geballer und ich nicht schreien muss. Ah, besser. Wenn ihr das Ganze macht und ihr habt irgendeine Klasse, wie in den meisten Fällen das ist, die auch ein bisschen nach vorne schubsen kann, macht das mit den Jägersonden ruhig. Das gibt euch mehr Spielraum. Denn je mehr Sonden vorne sind, desto kleiner ist eigentlich die Fläche, auf der der Druide feuern kann. Und das kann sehr schnell sehr angenehm werden. Weil für die, die nicht wissen, wie ein Kreis funktioniert, innen wird's. Je weiter man reinkommt, desto schmaler wird es. Ich könnte das Ding jetzt auch komplett in den Reihen senden, aber das wäre sinnlos. So, hier die ganze Fläche zum Beispiel habe ich jetzt, um mich zu bewegen. Dass ich jetzt gerade noch den Reflekt gezündet habe. Komm, geh endlich sterben. Waren das? Ach ja, stimmt. Dieses Gestrüpp. So. Doch, hier können wir doch durchschleichen. Wir müssen nur später abspringen. Doch, hier geht's auch. Würde ich mal sagen, nehmen wir direkt das Komplettpaket. Mache ich hier einmal die fertig, weil mir ist gerade langweilig. Und dann können wir gleich da vorne runterspringen. Oh, ganz knapp. Sehr schön. Nehme ich jetzt noch das Geld. So, hier springen wir dann gleich schön runter. Und dann passt das doch. Haben wir zwar heute nur die Bosse gesehen, aber gut, das ist ja auch das eigentlich Interessante hier. Ich freue mich jetzt schon auf diesen Druidenboss. Der wird immer schön. Hm. Davor muss ich aber noch dem Heiler Bewachen geben, fällt mir gerade ein. Naja, egal, das mache ich direkt als nächstes. Ich glaube, wir können. Also in dem Umfang komplett durchgeschlichen bin ich hier noch nie. Aber wie gesagt, ich nehme es auch mal dankend an. Das kann weg. So.
will die kleine Bitch. Die kleine mechanische Bitch hier. Ich lasse mich nicht so einfach besiegen. Noch ist er den Arm. Komm, ich will nicht mal mehr hier haben. Ah, das hätte ich nicht tun sollen. Überlebensversuche sind sinnlos. Komm, ich will dich einfach nur vom Rand weg haben. Brav. So, gleich kommen sie, die Drohnen. So, alles bereit. Wollen wir mal. Nein! Das hätte nicht passieren dürfen. Fuck! Habe ich ihn doch zu spät in den Griff bekommen. Weil es auch echt nervig war, dass sie zuerst auf den Hexer gegangen sind. Schade. Aber jetzt habe ich sie. Jetzt geht's wieder. So ein bisschen Reflect. Ich soll ja auch was davon haben. Schön, hau ruhig mal deinen Orbitalschlag rein. So, jetzt habe ich dich. Haha. Das Ding zu reflekten, das ist so einmalig stark. Was haben wir denn hier? Ich habe ja noch einen, um das Ding zu verteidigen.
deswegen habe ich zu spät abgewiesen. Ah, Auslöschungsprotokoll. Wollen wir mal verhindern, dass das gut kraften will. Ja, die Tempelfackeln mag ich tatsächlich auch. Das sind so die kleinen Deko-Sachen, die man dann schon mal fürs Housing benutzen kann. Ich hatte eher gedacht, schreibe ich einen Kommentar dazu später. Ich werde euch nicht straflos entkommen lassen. Hier ist in meinen Augen einer der stärksten Bosse, die es in Flashpoints gibt. Bezahlt für eure Verbrechen gegen Sakul. Na dann, Chance. Ich werde euch nicht straflos entkommen lassen. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt schon so halb unten gesehen. Gib mir deine Kraft. Bezahlt für eure Verbrechen gegen Sakul. Ich versuche mich mal so hier so langsam genau. Ich habe. Spielt nicht mit mir. Gehen wir mal hier rum, ne? Okay, der zweite ist irgendwo da hinten. Das habe ich nur jetzt erst zu spät gecheckt. Gut, mitkommen. Sehen. Ich werde euch nicht straflos entkommen lassen. Letzten Endes wirst du fallen. Niemand kann Sildrock aufhalten. Nutze meine Kraft, Dina. Ja, das sieht gut aus. Ah, das sieht nicht so gut aus. Die Allianz wird fallen. Gut. Die Allianz
Glanz wird fallen. Und Leute, mit dem Strahlen müsst ihr zusammenstehen. Jetzt wünsche ich mir so eine Ingame-Voice-Funktion, dass ich einmal hier Knöpfchen drücken kann und dann hören die mich. Kann nicht wahr sein. So, einmal noch die letzte Unbesiegbarkeit reindrücken und dann... Jawohl! Immer wieder schön sowas. Krypta der Lebenskraft. Es waren genau die hier. Ja, Gier halt, ne? Habe ich schon Zildrock. Schade, den hätte ich noch gebrauchen können. Okay, gut. Das war's für heute. Hat doch Spaß gemacht. Immer mal wieder. Ja, schaut nochmal in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr noch ein paar schöne Links. Zum einen mein Community-Link und zum anderen Tula Cord Community-Link. Alles über Discord. Und ansonsten gebt doch einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da für mehr und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.